Herzlich willkommen zum 10. Dezember 2019 mit Ella. Wir haben allgemeine Energien. Man hat vielleicht gut geschlafen, man hat schön geträumt. Und es könnte gegen Abend zu Auseinandersetzungen kommen, also auch Gesprächen, die ein bisschen ausufern könnten. Vorsicht damit, ja. Es gibt auch die Gefahr heute von Intrigen, also ein bisschen aufpassen. Es kommt ja auf jeden selbst an, was er tut. Und ich denke, schade, es wäre schöner, vor Weihnachten schönere Energien zu haben, aber so ist das. Und wenn ihr vorgewarnt seid, könnt ihr darauf reagieren. Also ein bisschen Obacht geben heute. Ja, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen, lieber Löwe, zum 10. Dezember. Ja, die astrologischen Aussichten sind nicht so dolle, aber wir gucken mal, was die Karten für dich haben. Wir haben Erinnerungen an Liebe. Also du erinnerst dich an schöne Momente, vielleicht hat das auch mit Weihnachten zu tun, an deine Kindheit. Das sind so liebevolle Erinnerungen, die dich auch so ein bisschen tragen können. Die Engelkarte sagt ja. Und das bedeutet, nutze diese positive Energie, etwas Schönes heute für dich zu tun. Die Tagträume ist die Engelenergie. Du wirst unsere Botschaften leichter hören, wenn du dich regelmäßig der wohltuenden Beschäftigung des Tagträumens hingibst. Entspanne dich und öffne dein Herz dem Empfang, ohne deine Gedanken zu dirigieren. Achte einfach nur auf jegliche Gefühle, Visionen oder Ideen, so als würdest du einen Film anschauen. Dies ist die Quelle wahrer Kreativität. Also, du darfst heute richtig schön vor dich hinträumen, ne? Lass die anderen sich die Köpfe einhauen, so ungefähr. Und ja, widme dich den schönen Dingen in deinen Gedanken. Als Karte haben wir die Lilien. Und das ist auch so ein bisschen, ja, vielleicht sind deine Tagträume auch, ich sag mal, von anderen Dingen beschäftigt oder mit anderen Dingen beschäftigt, ja. Die Lilien sind ja auch das Körperliche, ja. Also, ne, vielleicht sag ich mal, also wirst du dich da ein bisschen ablenken mit anderen Dingen. Also ich glaube, die Ärgernisse werden dich heute nicht erreichen. Das ist ja schon mal sehr gut. Ne? Und wie auch immer, Erinnerung an Liebe, Tagträume und die Lilien. Ich denke, du wirst heute viel Spaß haben. Also, dann sehen wir uns morgen.